Hallo, ich bin hier an einer Warmwassertherme der Marke Junkers. Hier ist folgendes Problem: Der Kunde bemängelt immer, dass beim Duschen die Therme entweder ausgeht oder nicht angeht. Ich führe das mal vor. Jetzt das Problem, dass sie zwar zünden will, aber es nicht schafft. Und der Wasserdruck hier, der ist zu gering. Das sieht man auch daran, wenn ich jetzt hier aufmache, kommt kaum noch Wasser raus. Wenn ich jetzt sie hier zumache, haben wir hier wieder mehr Druck. Und die Therme schafft es nicht anzugehen. Jetzt ist sie angegangen. Das liegt eindeutig an diesem Wasserdruck. Wenn ich jetzt sie hier aufdrehe, also wie gesagt, hier kommt nur noch ganz wenig Wasser raus. Therme läuft zwar. Hier ist kaum noch Wasser, was jetzt hier rauskommt. Mache ich hier zu. Wird der Strahl hier ein bisschen mehr. Und die Therme geht noch. Ich mache jetzt hier die Leistung. Die drehe ich jetzt hoch. Und mische hier ein bisschen Kaltwasser dazu. Dementsprechend habe ich mehr Druck. Und jetzt müsste die Therme eigentlich angehen. Sie ist jetzt angegangen. Und wenn man jetzt duscht, dann funktioniert es. Auch wenn man sich jetzt einseift, kurz ausmacht. Also ich würde es nicht ausmachen, sondern einfach nur hier über diesen Umsteller kurz aus- und wieder anmachen. Dann hat man nicht das Problem, dass die Therme immer wieder ausgeht und man dann im Kalten duschen muss. Folgendes Problem, also die Ursache ist eigentlich, dass hier ist ja die Leitung. Die Leitung, die hier unter Putz verlegt ist, hier rüber geht, die ist zugewachsen im Laufe der Zeit. Und zwar, wenn man Warmwasser zapft. Und überwiegend ist es ja so, dass man 60 Grad oder noch heißer einstellt, also immer volle Pulle. Und ab 60 Grad Celsius fällt dann der Kalk aus dem Wasser aus. Und das heißt, die Leitung, die wächst immer weiter zu. Deswegen hat man hier auch immer weniger Wasserdruck und deswegen funktioniert die Therme auch nicht. Die ist ja hydraulisch gesteuert, das heißt, sie braucht einen Mindestfließdruck, wo sie dann über so ein Ventil, über den Wasserschalter, die Gasfreigabe aufmacht und wenn der Wasserdruck zu wenig ist, dann geht sie nicht mehr an. Also man müsste hier diese Leitung entweder komplett erneuern oder man kann auch die Leitung mit Kalk, mit einem Entkalkungsmittel und einer speziellen Maschine natürlich auch entkalken und dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. Ja, ich mache es jetzt nochmal an hier. Jetzt hat sie wieder Probleme. Moment. Jetzt ist sie angegangen. Wieder aus. Also ab einer bestimmten Stellung, ich mische hier mal Kaltwasser noch mit bei, geht sie auch wieder an. Und dadurch, weil das Wasser jetzt so heiß ist und ich hier Kaltwasser dazu mische, reicht es aus, um da drin duschen zu können. Ja. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen dadurch helfen und Sie haben die Erklärung dafür gefunden, dass bei Ihnen das Wasser immer kalt bleibt.